So, wir haben das schöne Wetter mal heute genutzt und haben wir das brandneue, mega neue Ehmanns Boot Bivi 3 auf das HD20 gebaut. Den Eingang kann man noch austauschen durch Mückennetz, Klarsichtfolie und so weiter und so fort. Die Höhe bis Oberkante Zelt ist so 1,75 ungefähr, jetzt bei dem Boot, also das ist eine echt ordentliche Stehhöhe. Wir haben es jetzt einfach mal hier provisorisch draufgebaut. Die Befestigung, die müssen wir jetzt noch fein justieren, wir haben es erstmal draufgestellt, um es uns anzuschauen. Ne? Vorne natürlich die Tür, Klarsichtfolie, Mückennetz, alles was man so braucht. Ja. Die Stangen sind jetzt auch geteilt, es sind drei Bögen drin. Das Ganze ist natürlich jetzt alles ein bisschen höher geworden, auch von der Aufbau her ist es einfacher mit den kürzeren Stangen, die steckt man einfach hintereinander rein. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist das ein absolut tipptopp Zelt. Mit einem absoluten tipptopp Boot. Ja, die Zelte sind jetzt verfügbar, die sind lieferbar, die sind auf Lager. Die bestellt man bei uns bei Instinct Best Boat oder direkt bei Ehmanns. Und wir werden dann jetzt demnächst, da gibt es ja auch noch den Überwurf dazu, den man dann noch drauf machen kann. Also das Zwei-Schicht-System. Das werden wir jetzt gleich mal als nächstes vielleicht noch machen.